Willkommen hier am Sonntag. Leipzig bisher noch ungeschlagen. Empfängt hier nun Werder Bremen. Die sind ja selber im Aufwind. Konnten sich da unten im Abstiegskampf ein bisschen befreien. Und die nächsten drei Punkte sollen nun herhalten, damit man schon mal ein kleines Polster hat. Auf der anderen Seite Leipzig. Ja, die stehen ja ganz oben. Die wollen natürlich dranbleiben. Oder Mucke? Ja, natürlich. Die haben echt bis jetzt die beste Bilanz in der Bundesliga-Geschichte, was einen Aufsteiger angeht. Das hat so einer noch kein Aufsteiger geschafft. Und das wollen wir fortsetzen und wird hier ungeschlagen weitergehen. Wir würden dann auch vorläufig an Bayern vorbeiziehen. Ja. Obwohl, nee, Bayern hat ja zumindest unentschieden gemacht. Das heißt, wir wären dann punktgleich. Oh, wunderbar gehalten. Weil Köln hat ja FIFA auch gewonnen. Ja. Das heißt, sie haben 18 Punkte, Bayern momentan 18 Punkte. Wenn Leipzig jetzt hier auch noch gewinnt, auch 18 Punkte. Also spannender kann eine Meisterschaft nicht sein. Und vor allem, du hörst den Namen Dortmund nicht, Schalke nicht. Das ist ganz ungewohnt. Das sagt Köln. Gladbach nicht. Nee, ist ganz komisch. Das stimmt. Ihr denkt bitte an das Tippspiel. Uns interessiert natürlich auch, was ihr vermutet, wie dieses Match ausgeht, beziehungsweise die reale Begegnung. Bremen mit der Führung. 10. Minute. Ja, ein F davor für das FIFA-Match, ein R davor für die reale Begegnung. Alle, die hier einen Kommentar schreiben, werden am nächsten Bundesligaspieltag im Video erwähnt. Wer die meisten Tipps richtig hat, wird unser Tippkönig. Ja, und jetzt hier gab es gleich früh das 1:0. Frühe Tore an diesem Wochenende. Keine Seltenheit. Generell viele, viele Tore haben wir schon erleben dürfen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Das war sauber. Ich hätte Elfmeter gepfiffen. HSV gegen Frankfurt am Freitag. Gestern Köln, Hertha. Außerdem auch noch Bayern München gegen Gladbach. Hier nun Leipzig gegen Bremen. Und später noch Schalke gegen Mainz, das sind richtige Kracher. Und da ging es bisher schon heiß her. Und ich glaube, hier werden wir daran anknüpfen. Also eins hatten wir ja in den ganzen Spieltagen noch nicht. Und das ist ein Elfmeter. Oh, schade. Drüber. Das stimmt, ein Elfmeter, ja. Oder ein Eigentor. Das sind die Sachen, die noch fehlen. Tom, du machst das Eigentor, ich mach den Elfmeter rein, ja? Du bist jetzt wieder mit Eigentor dran. Oh, und eine Karte. Du siehst keine Karte und das finde ich mal wieder unfair. Also, ich hätte sofort einen gelben Kasten gesehen. Schöne Hereingabe. Ja, ein bisschen zu schwach dann. Also, geht der positive Lauf von Werder Bremen weiter? Wenn sie hier gewinnen, also, wäre das natürlich super für die Tabelle. Ja, dann macht man einen großen Sprung. Ja. Wo ist der Ball? Ich hatte schon Angst, dass er jetzt Elfmeter pfeifen will. Ich auch. Ja, was hast du? Du hättest dich gefreut. Du hast es gehofft. Nee, weil ich bin zu blöd für Elfmeterschießen. Hey, du hast zwei verwandelt, einen verschossen. Bisher ist die Bilanz positiv. Oh, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Oh, bin ich hier am Schlafen. Bremen. Gut so. Schön gemacht. Getunnelt, ey. Peinlicher geht's nicht. Bremen! Kein Tor. Gulasch hat gehalten. Aber vielleicht eine schöne Ecke. Sehr gute Ecke. Ah. Schon wieder im Kopfballduell nicht durchgesetzt. Da sind die Leipziger anscheinend gut aufgestellt. Jetzt kann es schnell gehen und da müssen wir aufpassen. Ja. Super gelöst. Oh, und da. Also jetzt will ich aber auch einen Kasten sehen. Ohne Widerrede gibt es da gelb. Ich sag dazu nichts. Es war Ball gespielt. Ich bleib dabei. Ja. Das war sauber. Kommt, aufpassen. Oh, der eigene Mann behindert hier.
Und dann so ein ungenauer Pass. Ja, Leipzig versucht es. Oh, und dann die Chance aus der zweiten Reihe mal. Nein. Abgewehrt. Ich wollte gerade abziehen. Ja, ich weiß. Oh, ich wollte schon jubeln. Rauf. Oh, das war ein bisschen zu brutal. Schöner Block. Ach, wo passt du denn hin? Da wollten wir hin. Wow! Fuck! Nein! Nein! Ja, geht doch! Endlich! 1:1. Den haben wir jetzt aber selber reingeschoben. Das war ein Fehler der Bremer Abwehr. Oh, nicht lange Fackel, Leipzig. Ihr wollt ungeschlagen bleiben. Weiter. Natürlich war es wieder mal Paulsen. Scheiße, ey. Alter, das ärgert mich jetzt richtig. So unnötig. Bam! Das zweite Mal, dass Muck an diesem Wochenende ausgleichen kann. Ja. Aber in Führung war ich noch nicht einmal. Das stimmt. Ich dachte, der zieht voll drauf, ey. Schön gemacht! Oh! Und dann leider zu zentriert. Ansonsten wäre das eine richtig geile Sache gewesen. Ja. Was? Der war noch? Ja, sicher. Oh, nö, Schwalbe, Alter. Schwalbe. Das gibt... Gelb. Gelb. Naja, gut. Müssen wir jetzt mit leben. Einer davor. Ah. Ach, schade. 3 Minuten, die sind gleich rum. Ja, mit einem Unentschieden. Steht mal wieder unentschieden zur Halbzeit. Ja, mit einem Unentschieden wird's in die Kabine gehen. Oh, hättest du auch noch laufen lassen können. Echt, du bist ein Scheiß-Schiri. Schüsse habe ich mehr. Schüsse aufs Tor viel, viel mehr. Du mehr Ballbesitz, ich mehr 2 Kämpfe. Fouls liegst du vorne. Gelbe Karten 1:1. Es gab eine Ecke. Schussgenauigkeit bin ich viel besser. Passgenauigkeit du 88%. Ein schöner Wert. Und ich werde 2-mal wechseln, weil Fritz hier so angeschlagen ist. Hm. Und dann natürlich der Gelbverwarnte auch noch raus. Okay. Okay, dann kann es ja weitergehen. Yep. So, jetzt will ich den Sieg nach Hause holen. Nein. Das schaffst du nicht. Die Stimmung... ja. Ich werde ja nicht... also ich werde auf meinen Sieg, höchstens. Die Stimmung hier im Stadion, super. Ja, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, ungefährlich. Keine Ecke. Wiedwald nach vorne damit. Ja, was kann Werder Bremen offensiv mal wieder zaubern, ne? Da haben wir das ein bisschen einschlafen lassen. Leipzig immer wieder mit Nadelstichen. Ohne den Abschluss. Oh! Und dann auf einmal ist er doch da. Fast die Führung. Scheiße. Oh, gut. Oh. Da, komm. Gut so. Oh, Leipzig fummelt sich da durch. Abseits. Oh, der war noch drin. Ist so über die Linie gekullert. So, schön nach vorne. Super gesehen, oder? Schade. Der Pass kam da nicht mehr an, aber der Schuss da nach oben war geil. Der war gut gedacht. Bremen. Bindet die Spieler. Dann haben wir ein bisschen Platz. Das ist natürlich dann so ungefährlich von Kruse hier. Jetzt nochmal. Ja, und das muss jetzt auch eine Karte geben.
Es gibt natürlich keine Karte. Ach, also das ist doch nicht die Möglichkeit. Vielleicht zumindest ein Tor? Oh nein. Ah Mann, die Standardsituation. Ich habe die noch nicht drauf. Ach nee. Bremen. Schenkt den Ball her. Leipzig mit der besten Aktion, den Pfostentreffer hier im zweiten Durchgang. Paulsen! Ecke. Also Leipzig hätte die Führung jetzt verdient. Was macht ihr da? Oh Gott! Ja, Gott sei Dank. Nee. Schon vor dem 1:1 haben wir uns richtig dämlich angestellt. Das soll jetzt nicht wiederholt werden. Doch. Komm, jetzt. Gut. Kruse. 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 Oh, ich glaube, der ist kaputt. Ja. Leipzig denkt nicht daran, den Ball ins Aus zu spielen, sondern kontert. Trifft aber nicht. Nee. Das will nicht rein. Ah, scheiße. Guter Block. Schade. Jetzt. Kommt sie durch. Ja! Oh, ganz stark gemacht. Richtig gut. Die Führung für die Gäste. Wie aus dem Nichts. 2:1. Das war sehr gut gemacht. Klasse ja, Schuss ja. Hier. Ja, komm, ich will Gas geben hier. Also, ich schon wieder vorne. Ich komme nicht dazu, einmal zu führen. Also, es ist heute nicht drin. Trotz besten Möglichkeiten. Oh Gottchen. Ja, natürlich. Gelb. Ich sehe die gelbe Karte. Leipzig mit einem Freistoß. Da wird viel Anlauf genommen. Bremen, wieder am Kontern. Oh, scheiße. Och, der eine Pass war ja so schlecht. Gleich wieder. Abseits. Ach komm. Hey, du bist scheiße. Ist das die erste Niederlage für Leipzig? Fragezeichen. Ja. Ja. Oh. Was? Nein. Ach, was machst du denn da? Das gibt es nicht. Das war richtig geil gespielt, aber kein Tor. Und jetzt gibt's eine Karte. Das sieht nach rot aus. Ja, rote Karte. Mucke hat's geschafft. Leipzig nun also auch noch in Unterzahl. Oh. Fuck. Ah, voll daneben. Ja. Nein. Ganz stark. Ja, auch ganz stark. Ja. Ich komme wieder in Fahrt. Das war knapp. Er liegt noch. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Juhu. Der bleibt auf. Geh weg da! Soll ich dich nochmal umhauen? Scheiße. Ja! Oh, Alter! Und das. Und das pfeift er jetzt! Ja. Das gibt gelb. Glaube ich. So ein schwacher Pass darf dann aber auch nicht passieren.
Ein Verletzter. Ganz stark gemacht. Schön gespielt. Super gesehen. Das war's. Oh! Nicht! Nein! Es wäre natürlich auch unverdient gewesen, aber es reicht trotzdem. Bremen gewinnt und damit, ja, ist auf jeden Fall das Wochenende schon mal entschieden. Da kann Mucke mich nicht mehr einholen. Das ist bisher eine starke Leistung von mir. Wir gehen nochmal die Werte durch. Du mehr Schüsse, ich mehr aufs Tor, du mehr Ballbesitz. Oh, zwei Kämpfe, 23. Diesmal war das ein Schlachtfeld. Fouls. Gab es einige gelbe Karten. Hier sehen wir nochmal. Ich habe... Ja, in der 90. nochmal eine gesehen. Rote Karte, ein Verletzten, alles in den Schussminuten. Abseits auch, Ecken 1:1. Schussgenauigkeit, bin ich besser, Passgenauigkeit, du. Also 2:1, der Erfolg für mich. Nachher noch Schalke gegen Mainz. Vielleicht gewinnt dann mal Mucke. Mal abwarten, ich freue mich auf euch. Bis nachher, tschüss. Tschüss.